Hallo, in diesem Video machen wir eine Kürbissuppe und das sind die Zutaten, die wir dafür benötigen. Als erstes schälen wir unsere Biomöhren und schneiden sie dann in kleine Stücke. Wir haben einen Hokkaido-Kürbis natürlich im Garten gewachsen, deswegen können wir auch die Schale benutzen und erstmal müssen wir ihn aushöhlen. Schälen wir die Bio-Kartoffeln. Und wir schneiden sie in kleine Stücke. Danach schneiden wir Zwiebeln und Knoblauch. Und den Kürbis. Jetzt kommen wir zum Anbraten der Zwiebeln und der restlichen Sachen. Alles wird in einen großen Topf gefüllt. Dann wird Brühe in den Topf geschüttet, bis das Gemüse vollständig bedeckt ist. Dann lassen wir das Gemüse köcheln, bis es weich ist. Dann wird alles püriert. Dann tun wir Salz und Pfeffer dazu.